Hawk XB30 2 bis 8x36 Armbrustziel von Rohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpupper. Er kann diesen Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch heute ein richtig cooles Ziel von Rohr für eure Armbrust vorstellen. Ich weiß, dass es ganz viele Armbrustschützen da draußen gibt, viele, die von ihrer Cobra Etta oder ihrer Steamboss Dinger absolut begeistert sind. Und für all diejenigen und natürlich auch für die anderen, die hochpräzise Einzelschussmodelle schießen, will ich euch heute ein herausragendes Ziel von Rohr vorstellen. Und zwar das Hawk XB30 2 bis 8x36. Was bedeutet diese Bezeichnung? XB steht natürlich für Crossbow, also sprich Armbrust. Die 30 bedeutet den 30 mm Mittelrohr, denn wir haben hier ein 30 mm Mittelrohr, das eine ganze Menge Licht hinter auf euer Okular, auf euer Auge lässt. Die 2 bis 8 ist der Zoom-Bereich, wo ihr einstellen könnt, also mit einem 8-fach Zoom, also ja, ich sag mal auch schon auf richtig weit entfernte Ziele. Dann habt ihr das 36, das ist hier vorne der Objektivdurchmesser. Je größer das Objektiv, je mehr Licht geht einfach auf in euer Mittelrohr und dann hinter zum Okular. Die Linsen sind 14-fach Mehrschicht vergütet. Das ist das H2 Optiksystem von Hawk, das bei allen Air Max Gläsern zum Einsatz kommt. Das ist ja richtig hell. Das Mittelrohr ist relativ kurz. Es ist ein kompaktes Ziel von Rohr natürlich. Das heißt, ihr solltet hier eine zweiteilige Montage verwenden. Die Gesamtlänge des Ziel von Rohr sind gerade mal 25,6 cm und es wiegt ein bisschen mehr als 430 Gramm. Das heißt, das Ziel von Rohr wird euer System nicht viel schwerer machen. Kommen wir mal zu richtig geilen Features. Und zwar ein richtig geiles Feature ist dieser Geschwindigkeitsstellring. Es ist ein patentierter Ring, den Hawk erfunden hat. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, ihr seht hier Zahlen von 250 bis 425. Wenn ihr die Geschwindigkeit eurer fliegenden Bolzen kennt, darauf das Ziel von dort direkt einzustellen. Dieser hat sogar noch eine Lock-Funktion. Ich ziehe das einmal nach oben, dann sagen wir mal, okay, wir haben eine Geschwindigkeit von 275 Meter die Sekunde und dann mache ich das fix. Wozu brauche ich das? Im Absinn drin habt ihr einzelne Haltepunkte von 20 Yards bis 100 Yards. In 10 Yards Schritten sind die unterteilt. Wenn ihr jetzt eure Geschwindigkeit perfekt eingeschossen habt, dann müsst ihr einfach nur die Zahl ablesen, müsst ihr zuvor eure Entfernung kennen oder eure Entfernung schätzen und dann müsst ihr einfach nur noch mit der Zahl anvisieren, was das Ziel an Distanz hat und dann trefft ihr das Ziel perfekt. In 5 Rotstufen oder 5 Grünstufen könnt ihr das Absehen dann auch noch beleuchten, dass sich das ja besser vom Hintergrund eben abhebt. Die Türme sind sehr, sehr flache Türme. Diese könnt ihr werkzeuglos verstellen, haben einen richtig satten Klick und ihr könnt die in Halbmoor-Schritten verstellen. Insgesamt 180 Moor, das heißt 360 Verstellschritte. Da kriegt ihr auf jeden Fall euer Ziel von Rohr perfekt zu eurer Armbrust eingestellt. Richtig cool ist auch noch, dass die Flipcaps hier im Lieferumfang direkt dabei sind. Da könnt ihr euer Zielfernrohr dann, ja, ich sag mal, vor Schmutz, vor Staub schützen, wenn ihr es transportiert. Oder zur Not könnt ihr auch noch den schnellen Schuss anbringen durch diese, ja, ich sag mal, geschlossenen Flipcaps, weil es ja durchsichtige Flipcaps sind, falls ihr ein Ziel ganz, ganz schnell beschießen müsst und nicht mehr die Zeit habt, es eben aufzuklappen. Jeder, der eine hochwertige Armbrust hat, sollte sich ein hochwertiges Zielfernrohr draufbauen. Dann habt ihr den doppelten Spaß, das kann ich euch versprechen. Kriegt ihr natürlich in meinem Shop auf www.jabolo.de. Sollten Fragen offen sein, kontaktiert mich einfach unter ergandi@jabolo.de oder geht dort übers Kontaktformular und dann helfen wir euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.